Der Filmmittwoch im Ersten. Bitte. Bei uns zu Hause ist die Hölle los. Wir haben die Handwerker im Haus. Gleich hab ich sie. Und wie war's an der Grenze? Ach, eigentlich wie immer. Außer der Zoll, die haben mich diesmal die ganzen Tüten ausleeren lassen. Ja. Ui. Gibt es auch Eiskonfekt? Finger weg, Mäuse. Sag erst mal guten Tag. Ist da auch Brausepulver drin? Tag, Robert. Und Kaugummis? Hallo, Helmut. Tag, Elke. Wie geht's Jürgen und den Kindern? Die Schokolade muss im Kühlschrank. Kommt. Frank, kennst du ihn noch, mein Bruder? Grüß dich, Elke. Frank hat Gregor mitgebracht, sein Freund aus Dessau. Gregor ist Tischler und hilft uns. Meine Schwägerin Elke. Guten Tag. Oh. Oh. Schau mal hier. Eine Barbie-Puppe. Oh, hast du für einen Schwimmer gedacht? Was denn für ein Schwimmer? Ich hatte Jürgen gefragt, ob er diesmal einen neuen Schwimmer mitschicken kann. Für den Spülkasten. In der Toilette. Kannst du ihm bitte sagen, dass er ihn mal mit der Post schickt? Helmut, das macht er sicher gern. Wie geht's ihm? Sehr gut. Was macht die Arbeit? Wenn sie sehr gut sagt, dann meint sie die Arbeit. Mein Bruder und sein Beruf, so ziemlich das Gleiche. Als was arbeitet er denn? Seine Firma stellt Fertighäuser her. In Coburg. Kann man damit so viel Geld verdienen? Bitte? Ich meine, ein paar Blumen hätten es doch auch getan, oder?
Ist schon komisch. Keiner mag es und alle machen mit. Was? Naja, dieses Tütenschleppen, Päckchen packen. Als ob wir hier so eine Art Notstandsgebiet sind. Niemand denkt das. Nein? Nein. Gregor. 10:45 fährt dein Zug. Helmut bringt dich gleich zum Bahnhof. Ist gut. Wo ist denn eigentlich dein Mann? Warum ist denn der nicht mit? Warum duzen sie mich? Entschuldigung. Er weigert sich, in die Zone zu fahren. In die Zone? Ja. Er sagt, solange diese Schandmauer steht, setzt er keinen Fuß in den Osten. Und Sie? Ich? Ja, Sie. Wie denken Sie darüber? Genau wie er. Denken Sie mal, was er denkt. Ich meine, Sie sind doch schließlich kein Bestellservice, oder? Ich tue das für meinen Mann. Er sagt, es sei nicht christlich, den Kontakt zu seinem Bruder abreißen zu lassen. Ja, eben. Es ist sein Bruder. Warum interessiert Sie das so? Naja, wenn ich er wäre, würde ich Sie nicht alleine irgendwo hinschicken. Und schon gar nicht in eine Zone. Was machen Sie da? Abtrocknen. Wieso? Jürgen wollte mir sogar einen Mercedes mieten für die Fahrt hierher. Ich sollte unbedingt das neue Kleid anziehen und die Perlenkette ummachen. Und er hat 300 Mark ausgegeben für das ganze Zeug, was er sich selbst nicht kaufen würde. Nur um Helmut zu beeindrucken. Gregor, wir sind soweit. Kommen Sie nächstes Jahr wieder? Wollen Sie eine Bestellung aufgeben? Ja. Ich hätte gerne eine große Packung 10er Dübel in Bestqualität. Ich will dich wiedersehen. Du musst gehen. Bis dann. Bitte schön. Und hier Ihr Beleg für den Mindestumtausch. Der kostet bestimmt 30.000 Westmark. Nicht anfassen. Gregor war schon zweimal hier und hat nach dir gefragt. Er ist verheiratet. Und wie du
Ihr Mann reist nicht mit? Nein. 3 Tage. Wie immer. Grüße an Helmut. Danke, was zu essen? Mann, du solltest ihn sehen. Baureihe W108, 280 SEL. Nagelneu, mit 4,5 Liter Hubraum. In Goldlackierung. So ein Ding fand ich mal die Jungs vom Zentralkomitee. Heute Abend sind sie nicht da. Helmut hat Karten fürs Ballett. Aber das hier soll ich dir geben. Westdübel. Schön gemacht, oder? Wollen wir vielleicht einen Sekt trinken? Oh ja, gern. Ich gehe mich mal kurz frisch machen. Gut. Okay, bis gleich. Die Frau an der Kasse ist empfänglich für Komplimente. Ballett geht noch eine Stunde. Und dann kann... Das ganze Jahr über hatte ich Angst, dass du nicht kommst. Oder nicht alleine. Und jetzt bist du da. Ich bin verheiratet. Mein Mann und ich, wir haben 2 Kinder. Und ein Fertighaus, oder? Was? Meine beiden Jungs sind 3 und 6. Danke für die Dübel, übrigens. Ich bin flau von dem Sekt. Ich gehe mal an die frische Luft. Brauchst du Hilfe? Danke. Dankeschön. Thank you.
ist meine Datsche. Hast du die selber gebaut? Nee, ich baue die auf. Du riechst nach Westen. Gregor. Wie zu Weihnachten. Auf der Post. Die Westpakete kommen. Ups. Was? Warte mal. Was ist denn? Gleich. Ich mag es lieber, wenn das Licht aus ist. Gut. Können wir noch die Vorhänge zumachen? Für Vorhänge. Wo ist denn das Bad? Draußen auf der Wiese. Ich warte, dass du mich nimmst. Dass ich was? Ich bin 26 und habe zwei Kinder und bin verheiratet. Ist es das, wovon immer alle reden? Wovon wir reden? Na und? Schau mich bitte nicht so an. Ich hab dich schon wesentlich nackter gesehen. Komm, dreh dich um. Hey, komm mal her. Juliane macht sich sicher Sorgen. Die weiß ja gar nicht, wo ich bin. Ach Gott. Und was ist, wenn Helmut die Polizei ruft? Das macht er nicht. Woher willst du das denn wissen? Weil er DDR-Bürger ist und weil er noch alle Tassen im Schrank hat. Hm? Ich kann gar nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Das bin nicht ich. Doch, das bist du. Gott sei Dank. Lass mich. Ich werde Jürgen nicht verlassen. Hey, jetzt warte doch mal. Natürlich nicht. Er mietet dir auch die größte Karre für deine Ausflüge in die Zone. Das ist seiner.
Elke. Guten Morgen. Helmut hat nichts gemerkt. Ich habe ihm heute Morgen gesagt, du stehst noch. Er hat nicht weiter gefragt. Ich liebe Jürgen. Ich bin ihm immer treu gewesen. Er ist der Vater meiner Kinder. Er wird's nicht erfahren. Zu irgendwas muss diese verdammte Mauer schließlich gut sein. Bereust du's? Das ist ja das Schlimme. Ich würde es am liebsten sofort wieder tun. Das war so. Oh Gott, ich schäme mich. Zum Schämen hast du noch das ganze Jahr Zeit. Ich reise heute Abend ab. Ich weiß. Bis dahin sind es noch 8 Stunden. Im Berliner Olympiastadion Chile und Australien mit 0 zu 0. Damit sind wir ins Volksparkstadion und rufen unseren Reporter Heribert Fassel. Hamburger Volksparkstadion, das vielleicht zu gut 2/3, also mit 40.000 Zuschauern bereits gefüllt ist. Beide Mannschaften haben sich den Ja, verehrte Hörer, Sie hörten es eben, um nichts mehr geht, außer um die Plätze 1 und 2. Zollkontrolle da links.
Gelber 4, Cäsar Otto 560, Tiefenkontrolle. Wir sollen das alles essen, hm? Die Kinder meiner Schwägerin essen am liebsten Strumpfhosen und Sekundenkleber. Sitze umklappen. Wir haben die Hochzeitssuite. Achtung, Vorhang. Er sagt, die Mädchen sind zu klein, brauchen ihre Mutter. Elke, bist doch nicht tot. Willst doch nur wieder arbeiten gehen. Du verstehst das nicht? Nee, ehrlich gesagt, verstehe ich wirklich nicht. Früher wollte ich Übersetzerin werden oder Dolmetscherin. Ich dachte, in so einem Beruf sieht man was von der Welt. Aber inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das Zeug dazu hätte. Das ist doch Quatsch. Ob ich überhaupt was anderes kann, außer Mutter zu sein. In den letzten Jahren ist meine Welt immer kleiner geworden. Sie hat genau 125 akkurat geputzte Quadratmeter. Wo warten wir dieses Jahr im Urlaub? Kanaren. Und 3 Tage Paris. Und? Wie war Paris? Schön. Gregor, ich wollte das. Weißt du, Katrin und ich, wir stellen uns manchmal vor, wie wir auf dem Eiffelturm stehen und auf die Stadt runterschauen. Wir trinken Sekt, es ist sonnig. Wir können die Türme von Notre Dame sehen. In unserem Traum sind wir jung. Jung wie jetzt. Und du erzählst mir, deine Welt ist klein? Wir hätten das angebrannte Zeug nicht essen sollen. Das war nicht das Essen. Willst du dich ein bisschen hinlegen? Das war gestern früh und letzte Woche auch schon so. Ich hol dir mal ein Glas Wasser. Ich glaube, ich bin schwanger. Von mir? Natürlich nicht. Wie soll das denn gehen? Bist du denn jetzt schwanger, du oder ich? Du unterschätzt die volkseigene Landwirtschaft. Die Ostkartoffel kann wie Kleister sein. Ich will kein drittes Kind. Wenn du es nicht willst, dann musst du es ja nicht. Ich lebe in Bayern. Was du da sagst, das darf ich nicht mal denken. Ich will nicht von dir.
Was machst du denn da? Nichts. Schlaf noch weiter. Willst du einfach Fußball gucken? Nicht einfach Fußball. Fußball-Weltmeisterschaft. Wie bitte? Heute spielen wir gegen euch. Ich bin vielleicht schwanger von meinem Mann und du willst Fußball gucken. Aber das ist die DDR gegen die Bundesrepublik. Beckenbauer, Breitner, Müller, das ist nicht irgendein Gegner, das ist der Klassenfeind. Seit wann sind wir denn dein Feind? Beim Fußball hört die Toleranz auf. Jetzt redest du wie Jürgen. Mit dir kann man Kraftwerke bauen. Juliane. Juliane! Elke! Ist was passiert? Nein. Im Moment rührt sich sowieso keiner vom Fernseher weg. Deshalb habe ich gedacht, ich komme schnell vorbei. Hat Helmut was mitgekriegt? Mm-mm. Habt ihr Ärger wegen mir? Nein. Du, pass auf. Helmut ist befördert worden. Das ist doch wunderbar. Jemand's nimmt. Es ist aus zwischen uns. Ja, ja. Ich darf nicht mehr herkommen. Wovon redest du denn? Juliane und Helmut dürfen mich nicht mehr einladen. Mein Schwager ist befördert worden und hat jetzt mit irgendwelchen GWS sonst was zu tun. GVS. Geheimverschlusssachen. Sie haben ihm gesagt, er darf keinen Westbesuch mehr einladen. Sonst wird er nicht technischer Direktor. Da muss der Helmut nicht lange überlegen. Ich darf nicht mehr herkommen, wenn ich nicht eingeladen werde. Und du kommst nicht raus, bis du 65 bist. Ihr gewinnt. Unsinn. Doch. 1-0. Rüber komme ich wirklich nicht. Raus. Raus komme ich schon. Thank you.
Tausche Deutsch mal? Ja, ich mache gute Kurs. Ja. Potřebujete pokoj? Was? Need room? Da. Yes. Es ist günstig. Lass es uns nehmen. Ecke, ich soll 3 Tage auf diese Mauer schauen und dann zurück in die DDR? Ich will mit dir alleine sein. Ich auch. Aber nicht hier. Ein bisschen außerhalb noch ein Hotel, wo sie keine Pässe sehen wollen. Was weiß ich. Warte mal. Komm. Vysoké náměstí 5. Demák? Nein. Anno, yes. Elke. Dus hij deed de kuchinje. Schön, hè? Skolko? Sto. Sto? Niet. Niet. Wie viel will er denn? 100. Das ist viel zu viel. Das ist niemals seine Wohnung. Ist doch egal. Oknos heskim vykledem. 50. Alzeinska doppel. 50. Sto? Sto. 80. Eskal. Dankeschön. Спасибо. Naschledano. До свидания. Die Geschäfte laufen gut. Guten Appetit. Ja, gleichfalls.
haben. Geklaut worden oder was? Weiß ich nicht. Das ist das ganze Geld drin. Dann mache ich das jetzt mal. Was hat der? Zeig mal. Du hast dir polnisches Geld andrehen lassen. Was? Nur die ersten Scheine waren Kronen. Was ist denn Slotis? Was machen wir denn jetzt? Ich kann doch nicht mit Jürgens Kreditkarte bezahlen. Ecke. Wir gucken gerade nicht. Was? Es sind nur ein paar Schritte bis zur Tür. Bei drei. Bist du verrückt? Eins, zwei, drei. Wohin? Ich glaub's nicht. Jetzt haben wir nur noch die paar Slotis. Das wären bestimmt unvergessliche Tage. Warum rennst du denn so? Mir ist kalt. Hier. Ach, wie kannst du nur so naiv sein und beim wildfremden Menschen Geld tauschen? Ich verstehe das nicht. Hast du erzählt? Du hast das auch schon mal gemacht. Ja, aber ich weiß, was ich tue. Ach ja, dich beklauen lassen. Ach, Elke. Das sieht man doch, das Kronensinn. Ich meine, polnisches Geld sieht doch ganz anders aus. Ja, für dich vielleicht. Wir kaufen uns einen Sechserpack und eine Tüte Chips und bleiben einfach im Bett. Wie? Was? Sechserpack? Ein Glück ist die Wohnung schon bezahlt. Ich mache uns mal einen Tee. Der Alte muss mal hier gewesen sein. Vielleicht hat er Angst, dass wir das Kristall mitgehen lassen. Wir haben das Schlafzimmer und das Bad. Das reicht uns doch. Das gibt's doch nicht. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Wir sind hier, wir haben uns. Das ist doch kein Weltuntergang. Ja, das sagst ausgerechnet du. Du hast ja auch Jürgens Kreditkarte in der Tasche, bist finanziell abgesichert, musst dir um nichts den Kopf machen, fliegst jedes Jahr nach Spanien, Paris, London. Es ist das Normalste der Welt für dich. Was glaubst du eigentlich, wie wir leben, hä? In einer Art Dschungel, wo es dreimal täglich D-Mark regnet? Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt, dauernd diesen Druck zu spüren, dass man nicht gut genug ist? Jürgen ist letzten März entlassen worden. Nach 20 Jahren in der Firma plötzlich Schluss. Sie haben ihn vor die Tür gestellt wie einen alten Sessel. Tut mir leid. Und diese 200 Mark, die mir diese miese Schnepfe abgenommen hat, das war nicht Jürgens Geld. Wir brauchen zu Hause jede Mark. Ich konnte da nichts abzweigen für unser Treffen hier. Ich hätte das Gefühl gehabt, es meinen Kindern wegzunehmen. Ich habe das Geld mit Stricken verdient. Wie bitte? Ich verkaufe Kindermützen auf dem Flohmarkt. Weißt du, wie viele Mützen man stricken muss für 300 Mark West?
Heike, du kannst doch viel mehr als stricken. Du bist intelligent, siehst gut aus. Du bist brachliegendes Kapital. Jetzt erklär du mir noch den Kapitalismus. Hey, ich liebe strickende Frauen. Das ist irrsinnig sexy. Genau wie Schlabberkleidung ohne BH. Ich verstehe nur nicht, wieso du freiwillig was anziehst, was aussieht wie aus volkseigener Produktion. Wenn dir mein Busen ohne BH nicht gefällt, dann lass doch deine Finger davon. So weit würde ich allerdings nicht gehen wollen. Und das ganze Jahr über weiß ich nicht, wo mit meiner Sehnsucht nach dir. Bei uns geht's nicht gerade rückwärts. Aber auch nicht so richtig nach vorn. Mein Ältester ist jetzt 14 und macht auf Opposition. In der Schule hat er euren Olympiaboykott verteidigt. Bei der Jugendweihe spricht er das Gelöbnis nicht mit. Tobias tut einfach alles, was negativ auffällt. Er ist noch jung, das ist normal. Das sagt sich so leicht. Immer wenn mein Sohn die große Klappe hat, wird plötzlich das Holz knapp. Aber er hat doch recht mit seinem Protest. Ja. Weißt du, ich bin selbstständiger Tischler. Das ist an sich schon schwer genug in der DDR. Diese Werkstatt ist mein Leben. Ich finde, du solltest ihn trotzdem unterstützen. Das sagst ausgerechnet du. Die brave Ehefrau und Mutter, die auf der bunten Seite der Mauer steht und sich Gott und dem Ehemann fügt. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Was denn? Außerdem, seitdem ich mich politisch engagiere, verbietet mir niemand mehr den Mund. Seitdem du was? Ich bin bei den Grünen. Sind es die mit der komischen Sonnenblume? Wir setzen uns für den Umweltschutz ein. Außerdem hilft es mir, Jürgens Depression zu ertragen. Da habe ich auch Thomas kennengelernt. Thomas? Das ist nichts Ernstes. Du hast einen Liebhaber? Sagen wir mal so, ich schlafe ab und zu mit ihm. Und das sagst du mir einfach so? Sag mal, was mache ich denn hier eigentlich? Seit wann bist du denn so moralisch? Du weißt doch genau, dass du nicht der Einzige bist. Darum geht's doch überhaupt nicht. Ja, aber du schläfst doch auch mit Katrin. Ich sag doch, das zählt nicht. Oder mit anderen Frauen, das weiß ich nicht, das habe ich dich nie gefragt. Dann frag mich doch jetzt mal. Was gibt's denn da zu lachen? Ach, ich find's so absurd. Wir treffen uns seit Jahren nur heimlich und wir sind beide verheiratet. Ich dachte, wir beide, unsere Treffen, das ist was Besonderes. Das ist es doch auch. Dieser Thomas macht's beliebig. Warum willst du Streit? Spart mir uns doch diese Scheißreiserei jedes Jahr. Ich halte dich nicht auf. Gregor, wir haben doch nur die paar Stunden. Danke für 10 wunderschöne Jahre. Gregor! Thank you.
Jürgen ist mein Mann. Thomas ist mein Liebhaber, aber du. Du bist der Mann, den ich liebe. Ich muss das noch Korrektur lesen. Hat's geklappt mit dem Verlagsjob? Auf Probe. Gratuliere. Krieg jetzt bloß keine Erkältung. Ist nur leichtes Kratzen im Hals. Warst du schon öfter in Halle? Ja, mein Schwager lebt doch hier. Ach ja? Ja. Moment! Der Bus fährt uns gleich zur Probe. Kommst du? Es wird leider immer schlimmer. Trink ein Glas heißes Bier. Ich glaube, es ist besser. Ich leg mich hin. Dann bin ich morgen für das Konzert wieder auf dem Damm. Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, danke. Ach, doch, mich bis morgen Mittag nicht wecken. Um 12 ist Stellprobe. Ich schlaf das weg, Barbara, ich verspreche es. Ich muss aufs Land, 40 Kilometer von hier. Das ist mir zu weit. Ich zahle in D-Mark. Ich kann Sie später wieder abholen. Nein, danke. Soll ich nicht doch noch einen Moment warten? Nein, danke.
Ist jemand da? Hallo? Ist da jemand? Wo ist Gregor? Ich soll dir sagen, er kann nicht kommen. Ist ihm was passiert? Nein, das ist alles in Ordnung. Wenn alles in Ordnung wäre, dann wäre er selbst gekommen. Fahr nach Hause, Elke. Nein. Ich bring dich zurück nach Halle ins Hotel. Auf keinen Fall. Bitte bring mich zu ihm. Ich muss wissen, was passiert ist. Nach Dessau? Ja. Willst du seine Frau aus dem Bett klingeln und sagen, hallo, ich bin Elke? Du klingelst. Und dann? Lässt du dir was einfallen? Ich hol schnell meine Sachen. Hier wohnt er? Ja, wieso? Du wartest hier auf mich. Und? Katrin war allein mit den Jungs hier. Gregor ist ausgezogen. Meinetwegen? Sieht. Frank hat mich hergebracht. Und Tobias ist im Mai 2 Nächte in Haft gewesen, weil er demonstrieren war, Schwerter zu Flugscharen. Es war eigentlich alles ganz friedlich, aber sie haben ihm Ruhestörung und Rauditum vorgeworfen. Und was hat das mit dir und Katrin zu tun? Sie verteidigt ihn. Immer. Egal, was er für einen Mist baut. Lukas ist aus der Musikschule geflogen und ich krieg seit Monaten keine Ersatzteile für meinen Lieferwagen, keine neue Säge. Wegen Tobias sein Blödsinn muss ich hier Spielzeug basteln. Gregor, ich find... Sie wirft mir vor, dass ich feige bin. Aber das hier ist meine Existenz, meine Werkstatt. Das lasse ich mir nicht kaputt machen, von niemandem. Es ist nicht deine Werkstatt. Es ist eure Werkstatt. Deine Frau hat immer mitgearbeitet. Seitdem ich dich kenne, schuftet die an deiner Seite. Und hat dir immer ganz viel abgenommen, den ganzen Papierkram. Jetzt verteidigst du wohl auch noch Katrin, oder was? Als Jürgen entlassen wurde, da war er am Boden zerstört und dachte, ohne seine Firma ist er nichts mehr wert. Heute sagt er, die Kündigung ist vielleicht das Beste, was ihm passiert ist. Ohne die hätte er nicht gewagt, sein Leben zu verändern. Ich bin nicht Jürgen. Sie riskiert vielleicht eure Werkstatt. Aber du riskierst eure Familie.
geht mich ja auch nichts an. Elke. Bleib. Bitte. Elke? Es wird hell, wir müssen los. Elke! Danke. Wofür? Dass du da bist. Dass du in einem Chor singst, um in die DDR reisen zu können. Willst du den mitnehmen? Für deinen Jüngsten? Vielleicht spielt er ja damit. Wir sehen uns nächstes Jahr. Fährt der Bus? Bist du in Ordnung? Elke, der Sopran ist als erstes dran bei der Stellprobe. Bist du überhaupt da? Herrschaftszeiten, wie siehst du denn aus? Kannst du den anderen sagen, dass ich später komme? Du gehst nirgendwo mehr hin, höchstens ins Bett. Und da bleibst du, bis ich einen Arzt gerufen habe. Sofort Fernsehen an! Die Mauer ist auf! Was? Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer. Volksfeststimmung beim Wiedersehen am Brandenburger Tor. In der Nacht war es geöffnet worden. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. So einen Taumel hat Berlin noch nicht erlebt. Noch immer kommen unzählige DDR-Bürger ohne Visum nach West-Berlin. Mit Vorteil des Personalausweises geliebt wird nicht. Mit Jubel und Freudentränen werden sie empfangen. Mindestens 1000 DDR-Bürger wollen für immer im Westen bleiben. Die Aufnahmelagen sind überfüllt. Die Weitere ist jedoch die Menge der Kunstbesucher. Der Kurfürstendamm ist dicht von Menschen, die einfach nur einmal gucken kommen wollen. Jürgen Richter? Sich an den Auszahlungsstellen. Hallo? 100 Mark erhält jeder Besuch.
Gregor war noch nicht im Westen. Ja, und Katrin haben noch nicht mal ihr Begrüßungsgeld abgeholt. Die beiden wollen erst mal abwarten, bis sich der erste Sturm gelegt hat. Geht's ihm gut? Ich soll dir sagen, er freut sich auf Juni. Am Wochenende was vor. Hallo Manuela. Ich bringe dir Kira. Ja, dann schönes Wochenende. Vielen Dank. Bist du verrückt, hierher zu kommen? Wieso? Gibt's ja auch die Stasi. Ja, Nachbar. Das Hotel ist 15 Kilometer Richtung Hof. Zimmer 330. Gut. Guten Tag. Guten Tag. Hätten Sie noch Kreditkarten für mich, Herr Richter? Mein Mann ist kein Freund von Plastikgeld. Ich zahle. Bar. Ehrlich gesagt waren wir die letzten Jahre nur noch wegen der Kinder zusammen. Die beiden Mädchen studieren. Peter macht jetzt sein Abitur. Und du machst Karriere. Ich gehe arbeiten. Ich würde mich von Jürgen scheiden lassen. Wenn. Wenn was? Wenn du bei mir wärst. Gregor, wir müssen jedes Jahr von neuem anfangen. Aber das ist doch was Wundervolles. Eigentlich waren wir nie ein richtiges Paar. Komm.
Es sind vielleicht mehr ein Paar als viele andere, die jeden Abend nebeneinander einschlafen. Ich will dich aber gar nicht. Okay. Ich möchte nicht mehr das ganze Jahr warten, bis endlich Juni ist. Katrin und ich, wir gehen nach Kanada. Im September. Wir verkaufen so nach und nach alles. Die Möbel, das Auto, die Werkstatt. Die Kinder sind groß genug, bleiben hier. Seit wir denken können, haben Katrin und ich von der weiten Welt geträumt. Dein Blockhaus in den Rocky Mountains. Ja. Dann ist das jetzt unser Abschied. Ja. Holz im Überfluss. Endlich. Ich dachte, dich sehe ich nie wieder. Tag, Frank. Ich war in Berlin. Dann weißt du es jetzt also. Was damals war, das gibt es nicht mehr. Frank, wir waren Freunde. Aber warum habe ich nie Ärger mit der Stasi bekommen? Willst du ein Bier? Kannst du mir dankbar sein? Ihr wart ein schönes Paar. Eine tolle Frau, deine Elke. Deswegen hast du uns bespitzelt, oder was? Ich dachte besser, ich mach's als ein anderer. Die Stasi. Die Stasi hat immer vermutet, hinter Elke und dir, da steckt irgendwie mehr dahinter. Was Großes. Dass sie vom Verfassungsschutz geschickt wird, wegen Helmuts geheimer Verschlusssachen. Oder irgend so ein Käse.
Ich habe ihnen jedes Jahr aufs Neue erzählt, dass es einfach nur Liebe war. Ohne mich hätten sie euch viel früher das Licht ausgeknipst. Gott, bist du ein Arschloch! Gib mal doch ein Bier. Das neue Einkaufszentrum in Dessau. Das ist so schön geworden. Da kann man viel Geld loswerden. Was ist denn hier los? Stell dir vor, die bauen hier ein Altersheim. Und wo ist unsere Datsche? Komm mal her. Jürgen ist vor 4 Jahren gestorben. Es tut mir leid. Du warst schon in Kanada, als er seinen Infarkt hatte. Es ging so schnell, er hat es gar nicht ins Krankenhaus geschafft. Und gibt es einen anderen Mann? Nichts Ernstes, hoffe ich. Ach, ich weiß nicht. Aber eine Karriere als Übersetzerin, oder? Nein. Ich hatte keine Lust, mein Leben vor dem Bildschirm zu verbringen. Ich koche jetzt im Kindergarten. 20 Stunden die Woche. Du bist nicht der Einzige, der einen Traum aufgegeben hat. Warum bist du zurückgekommen? Kathrin hat sich verliebt. Graham ist Lehrer. Und sie jetzt auch. Deutsch und Russisch. Ich glaube, sie hat endlich gefunden, wonach sie immer gesucht hat. Und du? Ich habe in einem großen Sägewerk gearbeitet. Das war schrecklich. Viel zu viel Holz. Alles ist so groß in Kanada und so weit. Die Menschen überall verstreut. Mein Englisch so schlecht, ich war einfach einsam. Und ich habe die Kinder vermisst. Und dich. Ich habe vor 3 Wochen eine kleine Wohnung gemietet in Jena. Ist nicht weit weg von dir. Wir könnten, wenn... Was kochen? Ich habe Kartoffeln, Spargel, Schinken, Sauce Hollandaise. Ich muss los. Die Arbeit. Auch? Es wird immer etwas geben, was uns trennt, hm? Jahre bin ich vor Sehnsucht nach dir gestorben. Du liebst die Sehnsucht. Genau wie ich. Erinnerst du dich noch an unser Hotel? In der Nähe von Hof? Herr und Frau Richter? Natürlich. Hat es dir gefallen? Ja. Dann treffen wir uns dort. Nächstes Jahr im Juni.
Entschuldige, ist mal wieder ein bisschen spät.